Ich bin die Beziehungsexpertin Ulrike Schreiber und ich unterstütze und begleite Singles in eine erfüllte Partnerschaft. Und ich habe tolle Online- und Offline-Kurse und begleite eben Menschen, damit sie endlich ihren Traumpartner finden und eine richtig tolle und erfüllte Beziehung führen. Es funktioniert tatsächlich. Ich habe selbst vor einigen Jahren erleben dürfen, mit meiner Methode, die ich da entwickelt habe, funktioniert es tatsächlich. Und viele unserer Kundinnen und Kunden haben diese Methode auch sehr erfolgreich bei sich angewandt und sind jetzt auch in glücklichen Partnerschaften. Und ich gebe auch kostenfreie Live-Webinare, wo man mit mir in Kontakt treten kann und mich alles fragen kann. Kannst mal unten gucken, da steht das www.ulrikeschreiber.de. Da findest du die Anmeldung zu diesem Gratis-Vortrag, in dem du da dann einfach draufklickst, kurz deine E-Mail-Adresse eingibst und dann bist du eingeladen zu einem meiner nächsten Live-Webinare. Und da war auch jemand und hat mir eine Frage gestellt. Ich mache das alles anonymisiert. Und ich lese mal die Frage vor und gebe auch gleich die Antwort. Und zwar, zurzeit befinde ich mich in einer manipulativen Beziehung mit einem Afrikaner. Bisher sind mehrere Versuche meinerseits, auch sehr konkrete und ernsthafte Absichten, die Beziehung zu beenden, gescheitert. Er nimmt es nicht ernst und nimmt ausschließlich und gibt mir nichts zurück. Es ist sehr einseitig und keine Partnerschaft auf Augenhöhe. Ich habe bisher nicht herausgefunden, warum ich ihm begegnet bin und was die Lernaufgabe für mich sein soll. Liebe, ich sage den Namen nicht. Also für mich ganz eindeutig, ich sehe die Lernaufgabe ganz eindeutig. Schreibt gerne mal auch runter, ob ihr das auch sofort gesehen habt oder nicht. Man selbst ist für seine Lernaufgabe, für seine, ich sage ja immer, Lebenschallenge sehr häufig sehr blind. Da sieht man vor lauter Bäume den Wald nicht mehr. Nee, vor lauter Wald die Bäume nicht mehr. Ihr wisst, was ich meine. Also jedenfalls, ich sehe es sofort. Und zwar, deine Lernaufgabe ist konsequente Abgrenzung, konsequentes für sich einstehen, hundertprozentiges Commitment für sich, seine Werte, sein Leben, Souveränität, Respekt, Klarheit in Kommunikation, Klarheit im Leben. Das ist deine Lernaufgabe. Wenn er deine Absicht, diese Beziehung zu beenden, nicht akzeptiert, ganz ehrlich, dann hast du nicht klar genug und konsequent und souverän gehandelt. Das ist deine Lernaufgabe, das zu lernen, so jemanden tatsächlich die Stirn bieten zu können und in wertschätzendem, respektvollen Geschehen dieses Ding zu beenden und da tatsächlich einen Schlussstrich zu ziehen und das wirklich auseinander zu dividieren. Und das kann man. Das kann man auch respektvoll. Da braucht man nicht ins Drama zu verfallen. Man braucht nicht irgendwelche Waffen und andere irgendwelche Gewaltmittel. Das kann man auch anders lernen. Und für mich klingt das ganz klar, dass du selbst nicht so 100% bei dir bist, nicht 100% zu dir stehst, nicht 100% dir bewusst bist, was deine Werte sind im Leben, dir nicht 100% bewusst bist, was für eine starke Persönlichkeit du bist, dein Selbstbewusstsein dir nicht ganz klar ist. Und da kannst du dran arbeiten, wirklich, das kannst du tun. Wir machen das in unseren Kursen, ne? Genau das sind ja die Themen, dass diese Abgrenzung, diese Klarheit, dieses für sich einstehen, dieses wirklich wissen, wer bin ich wirklich, was will ich wirklich, wie kommuniziere ich das klar und wie ziehe ich dann auch solche Menschen an, die genau so ticken wie ich, sodass es auch wirklich in eine erfüllte und tolle Partnerschaft geht. Darum geht es bei uns. Und das klappt nicht immer von heute auf morgen, das muss ich auch dazu sagen. Also das ist kein Crashkurs oder ich habe drei Videos hier und wenn man die geguckt hat, dann ist das Ding durch. Nee, bei mir hat die Reise Jahre gedauert und es hat mich auch sehr viel Geld, Zeit, Nerven, Tränen gekostet, um da anzukommen, wo ich heute bin in meiner Traumpartnerschaft mit einer absoluten Klarheit und Souveränität, in meiner totalen weiblichen Polarität. Trotzdem stark, eine Königin sein. Das alles, das lernst du bei uns. Also du kannst gerne zu uns kommen, hol dir gerne mal ein Gespräch, damit wir mal reingucken können, ob dieses Programm für dich passt. In 6 Monate,
Ne? Hast du die Zeit, hast du das Commitment, hast du die finanziellen Mittel, mal in dich zu investieren, um da rauszukommen? Ne? Also das ist für mich ein ganz klarer Fall. Bitte komm in dein Selbstbewusstsein, ne? Damit du da in diese Souveränität kommst. Ja, und für alle anderen, die sich da jetzt auch irgendwie angesprochen fühlen, also für dich gilt es auch, du kannst gerne bei einem Erstgespräch mal hören und sehen, so ist das was für mich, ne, was die Ulrike da mit ihrem Team macht oder nicht. Also fühl dich da herzlich eingeladen, da sprechen wir gerne drüber. Ansonsten kannst du auch mal auf meiner Homepage stöbern, da habe ich auch ganz viel schon reingeschrieben, was wir machen, welche Kurse wir anbieten, wie das so funktioniert, www.ulrikeschreiber.de, und dann freue ich mich, wenn wir dich zu deinem Traumpartner auch unterstützen dürfen. Also mach's gut, ciao.